Was sagen Sie dazu? Willkommen zum Podcast der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Was bedeuten Rituale? Darum geht es in der heutigen Folge. Und ich spreche dazu mit der Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin, Barbara Stolberg-Rielinger. Hallo, Frau Stolberg-Rielinger. Hallo, Frau Reinhardt. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir schreiben ja jetzt Sommer 2020. Der Beginn der Corona-Pandemie liegt damit jetzt dann bald ein halbes Jahr zurück. Indem ich darüber spreche, ja, über die sogenannte Corona-Situation, habe ich so den Eindruck, dass eine gewisse Gewöhnung doch bei mir eingetreten ist. Dieses ursprüngliche Gefühl der Fremdheit im Sinne auch der Unausdeutbarkeit der Lage ist doch ein bisschen zurückgewichen. Allerdings muss ich sagen, wo ich mir immer noch sehr schwer damit tun, was mir immer nach wie vor sehr fremd ist, das sind Menschen mit Masken. Gesichter, die ich nicht lesen kann. Mimiken, die ich nicht dechiffrieren kann. Diese Fremdheitsgefühle, Frau Stolberg-Rielinger, kennen Sie solche oder andere gerade in Ihrem Alltag? In meinem Alltag selbstverständlich, genau wie Sie. Und die Masken irritieren mich auch, obwohl ich sie für vernünftig halte. Aber Sie wollen ja sicher darauf hinaus, dass ich als Historikerin mit Fremdheit regelmäßig zu tun habe und dazu sozusagen ein methodisches Verhältnis habe, wie andere Geisteswissenschaftler auch, die sich mit zurückliegenden Epochen oder fremden Gesellschaften, fremden Kulturen befassen. Das ist natürlich eine andere Art von Fremdheit als die, wenn man heute Zeitgenossen mit Masken gegenübertritt. Aber es hat insofern natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit, so wie Sie es eben auch formuliert haben, nämlich dass man schwerer lesen kann, die Äußerungen dieser Menschen vergangener Zeiten sind schwerer zu lesen und bedürfen einer methodischen Deutung. Und als Historiker ist man, oder ich bin als Historikerin von Fremdheit besonders fasziniert, weil ich finde, dass Fremdheit eine viel größere Chance bietet, überrascht zu werden und sich mit seinen Horizont zu erweitern. Wenn man sich immer nur mit dem beschäftigt, was man schon sehr gut kennt, womit man vertraut ist, dann ist das vielleicht, ist das beruhigend, aber es ist natürlich eben auch nicht besonders aufregend und man lernt da nicht viel Neues. Absolut. Also gerade eben heute so denke ich in Zeiten des Storytelling, wo wir alle relativ schmerzfrei unterschiedliche Motive zu Geschichten zusammenbauen. Hauptsache es klingt gut und macht Sinn, ist es natürlich wichtig, ja, auch diese gewisse Demutshaltung, die mit so einer Fremdperspektive einhergeht, gerade wenn es um Geschichte geht. Eines Ihrer Hauptforschungsgebiete sind die Rituale. Und Sie schreiben auch diesen interessanten Satz, Geschichte ist immer auch Ritualgeschichte. Auch Rituale sind ja etwas, über das man heute so oder anders spricht, ja, und man wirft da gerne mal so alles Mögliche in einen Topf. Was sind denn eigentlich Rituale und was sind keine Rituale? Ja, also man kann natürlich das ganz unterschiedlich definieren und es gibt so viele verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, mindestens so viele Definitionen gibt es auch. Wenn ich über Rituale spreche, meine ich damit bestimmte Handlungsabläufe, menschliche Handlungsabläufe, die sich in bestimmter Form, äußerer Form, aus bestimmten Gründen zu bestimmten Anlässen wiederholen, die also so standardisiert sind, dass man sie wiederholen kann und dann jeweils wiedererkennt. Und solche ritualisierten Handlungsfolgen gibt es in allen Bereichen, im ganz Privaten angefangen, Rituale des Lebensbeginns, ja, um die Geburt herum, natürlich Rituale der Initiation, der Einsetzung in ein Amt, Rituale der Beendigung von etwas. Wie gesagt, im Privaten, im öffentlichen Raum, jede Gruppe hat ihre spezifischen Rituale, religiöse Gruppen, politische Gruppen, private Gruppen und so weiter. Also man kann einfach sagen, dass
Rituale allgegenwärtig sind und wahrscheinlich gibt es keine Gesellschaft, keine Kultur, keine historische Epoche, die keine Rituale gehabt hätte. Und also in diesem sehr, sehr weiten Sinne. Ich beschäftige mich vor allem auch mit Ritualen, die einen gewissen Öffentlichkeitscharakter haben, also in denen eine bestimmte qualifizierte Gruppenöffentlichkeit sich selbst sozusagen sich ihrer Gemeinschaft, ihrer Identität versichert. Also für solche sozialen Gruppenbildungen sind Rituale absolut unerlässlich. Rituale geben dem Leben Struktur, geben der Gesellschaft Struktur, ja, indem sie etwa diejenigen ausschließen, die eben das Ritual nicht vollziehen, und die unterscheiden von denen, die es vollziehen und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, allgegenwärtig und sehr charakteristisch jeweils auch für die Zeit, für die Gesellschaft, für die Kultur, in der sie stattfinden. Also wenn wir vielleicht mal ein zeitgenössisches Beispiel nehmen. Also ich denke da gerade, während Sie sprechen, an die Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod George Floyds. Und man sah da ja sehr schön die Polizisten, die den Kniefall machten. Ist das auch eine rituelle Geste oder inwieweit stimmt es mit dem überein, was Sie gerade beschrieben haben? Ja, das ist natürlich ein Ritualelement. Es ist jetzt nicht, also diese Protestaktionen haben auch einen rituellen Charakter, würde ich sagen, zumal Protest oder auch gewalttätige Aktionen in dem Moment, wo sie ritualisiert ablaufen, gewissermaßen an Legitimität gewinnen. Ja, also da spielt Ritualisierung auch eine große Rolle. Und Ritualisierungen bestehen natürlich dann immer aus einzelnen rituellen Elementen. Sowas wie der Kniefall ist ein wahrscheinlich kulturübergreifend verständliches, grundsätzlich verständliches, symbolisches Element. Es ist eigentlich eine Geste ja der Selbsterniedrigung. Denken Sie an den berühmten Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Und hier hat sich eine neue rituelle Tradition herausgebildet, dass das Knien eben als Solidaritätsgeste mit der farbigen Bevölkerung interpretiert wird. Und man kann sehr schön sehen, wie solche rituellen Elemente Traditionen ausbilden und dann in verschiedenen neuen Kontexten wieder eingesetzt werden und damit sozusagen verständlich werden und ja, wie gesagt, eine Tradition zu vergangenen Aktionen hergestellt wird. Was mich auch so fasziniert hat in Ihren Darstellungen über die Rituale, die Sie auch in Ihrem Buch, in Ihrer Einführung zur Ritualgeschichte, Rituale heißt das Buch auch, beschreiben, ist eben dieser Statuswechsel, der damit oft einhergeht, einer bestimmten Gruppe. Und eben überhaupt, der, dass Rituale nichts Statisches sind, sondern sich überhaupt immer verändern. Also, die haben ja also allgemein gesagt etwas sehr Sprechendes. Ja, Sie haben schon auf den Symbolcharakter sind Sie schon kurz eingegangen. Was mich sehr begeistert als Philosophin ist natürlich die Nähe auch zur Sprechakttheorie, also zu dem Performance-Aspekt. Man tut etwas, also man sagt etwas und indem man etwas sagt, tut man etwas. Hier tut man etwas und indem man etwas tut, ja, zeigt sich etwas anderes, etwas sehr viel Größeres, ja, eine politische Struktur, eine soziale Struktur. Genau, das kann man an Beispielen vielleicht am besten veranschaulichen, was das bedeutet, dieser performative und auch der symbolische Charakter von Ritualen. Also wenn Sie an eine Amtseinsetzung denken, zum Beispiel in der Vormoderne natürlich Krönungen oder Weihen oder aber auch eine Amtseinsetzung, denken Sie an die des Präsidenten Obama oder überhaupt eines amerikanischen Präsidenten, was ja riesige Spektakel sind. Und da wird deutlich, dass sozusagen zwar die einzelne Stelle neu besetzt wird, also ein Individuum, ein neues Individuum wird in eine Struktur eingesetzt, damit verändert sich etwas in der Welt, es findet ein sozialer Wandel statt, in dem Sinne, dass eben eine neue Person in ein Amt eintritt, eine Veränderung. Gleichzeitig durch dieses Ritual, dadurch, dass es aber jedes Mal immer bei jedem Amtswechsel in ungefähr der gleichen Weise abläuft, wird deutlich, dass die gesamte institutionelle Ordnung, in der ein Platz neu besetzt wird, gleich bleibt. Also da kann man wunderbar sehen, wie sozusagen Wandel und Beständigkeit in einem erzeugt wird.
Ja, und dann kommen eben vielerlei symbolische Elemente zum Zuge. Es wird deutlich, dass dieser einzelne Akt anknüpft an viele, viele Akte früher und viele zukünftige Akte, die voraussichtlich genauso ablaufen werden. Und damit wird eben Kontinuität und Stabilität erzeugt und Vertrauenssicherheit in eine solche institutionelle Ordnung. Andererseits kann man natürlich aber auch sehen, gerade wenn man von der amerikanischen Präsidentschaft sprechen, dass Rituale allein natürlich dann nicht wirklich garantieren können, dass die Ordnung stabil bleibt. Es ist auch Rituale sind anfällig gegen Missbrauch, und die Rituale allein können nicht garantieren, dass das, was der neue Amtsinhaber in diesem Ritual verspricht, auch wirklich gehalten wird. Ja, Rituale können auch misslingen, schreiben sie, ja, wie die Sprechakte. Ja, wenn zum Beispiel zu wenig Publikum dabei ist. Also Sie erinnern sich ja auch noch an die letzte Amtseinführung, als es ein großes Thema war, wie viel Publikum eigentlich da war und auch da schon mit Fake News gearbeitet wurde und alternativen Fakten. Da ist ja der Begriff auch geprägt worden in diesem Zusammenhang. Das ist immer bei öffentlichen rituellen Inszenierungen ein ganz wesentlicher Punkt. Das Publikum ist nicht bloß Zuschauer, sondern das Publikum ist zum Gelingen des Aktes unbedingt erforderlich. Und es bezeugt ja die Versprechungen, die in einem solchen Akt geleistet werden. Und dass eben die Ordnung oder dass die Ordnung Bestand haben soll. Und wenn dieses Publikum zum Beispiel fehlt, und da gibt es auch in der Vormoderne sehr viele schöne Beispiele, wo einfach keiner kommt zu einem großen feierlichen Einzug eines neuen Herrschers oder so. Und das ist natürlich die maximale Katastrophe, weil damit offen die Legitimität dieses neuen Amtsträgers in Frage gestellt wird. Vormoderne Rituale, höfische Zeremonien spielen auch eine große Rolle in Ihrer großen Maria-Theresia-Biografie, ein sehr wichtiges Buch, für das Sie auch den Sachbuch der Leipziger Buchmesse erhalten haben. Ein sehr wichtiges Buch, bei dem Sie auch schon am Anfang beschreiben, wie wichtig es Ihnen ist, ja, diese schillernde, hochambivalente Figur der Maria Theresia zu entmystifizieren, sie aus der Perspektive der Fremdheit zu betrachten und eben auch bestimmte Widersprüche nicht aufzulösen. Also sie zeigen, ja, sie erklären, aber sie beanspruchen da nicht sozusagen jetzt die neue Geschichtsschreibung, die verbindliche Geschichtsschreibung für alle Mal festzustellen. Aber ja, gerade weil, wenn wir sprechen von Kaiserkrönungen und wenn wir sprechen, solche Krönungen können auch misslingen, wenn keiner kommt. Also, wie war denn das bei Maria Theresia? Also, sie gilt ja auch bis heute als die Kaiserin von Österreich, aber so war das ja alles nicht. Also, können Sie vielleicht auch die Zuhörer, die sich da nicht so ganz damit auskennen, mal aufklären? Wie war es denn? Also, das ist wahnsinnig kompliziert, wie überhaupt diese frühe Neuzeit, also diese Zeit etwa von 1500 bis 1800, wo dann mit der Französischen Revolution ja ein wirklich tiefer Umbruch zur Moderne hin geschehen ist. Die Zeit vorher ist sehr, sehr unbekannt heutzutage. Man nimmt sie in der Schule nicht durch, kaum einer kennt sie noch. Und sie ist auch sehr kompliziert zu verstehen, weil da eben viele, viele ganz alte mittelalterliche Traditionen immer noch weiterwirken und gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel Neues sich entwickelt. Ja, 18. Jahrhundert ist das Zeitalter der Aufklärung, wissenschaftliche Revolutionen finden statt und so weiter. Also es ist ein sehr ambivalentes Zeitalter, das sowohl sehr vormodern, sehr mittelalterlich noch scheint und andererseits aber auch schon wieder in vieler Hinsicht sehr vertraut dem, was wir heute kennen. Und sehr viele unserer heutigen Werte stammen ja in gewisser Weise aus dem 18. Jahrhundert. Also, na, Idee der Menschenrechte und so weiter. Und Maria Theresia ist eben ein gutes Beispiel, mit dem man sich diesem Zeitalter zuwenden kann oder ein Schlüssel eigentlich zu dieser Epoche des 18. Jahrhunderts, weil sie sehr lange regiert hat, 40 Jahre von 1740 bis 1780. Und sie ist einerseits eine sehr noch barocke in den Traditionen ihrer Vorfahren, die im weit ins Mittelalter zurückreichen, verhaftete Herrscherin. Und andererseits ist sie aber auch schon in vieler Hinsicht, wirkt sie schon ziemlich modern. Also sie hat zum Beispiel die Pockenimpfung zum ersten Mal eingeführt und so weiter.
Und Ihre Frage war aber nach diesen sonderbaren Krönungsritualen und diesen Titeln, die sie hatte. Also sie hatte, wie das vormoderne Herrscher in der Regel hatten, ganz, ganz viele verschiedene Länder. Ja, eine Dynastie hatte ein Bündel von Ländern. Und die Habsburger, die war eine Habsburgerin, hatten ein besonders großes Länderbündel. Und sie hatte eben ganz viele verschiedene Titel. Und die höchsten Titel waren, dass sie Königin von Ungarn, Königin von Böhmen war und eben Erzherzogin von Österreich und so weiter und so weiter. Und als solche wurde sie gekrönt in großen, aufwendigen Zeremonien. Aber das Interessante ist eben, dass sie nicht zur Königin, sondern zum König gekrönt wurde, also Rex und nicht Regina. Und das hat damit zu tun, dass sie eben in einer Reihe steht mit lauter männlichen Herrschern. Und in diesem Fall, dass nun eine Frau die Herrschaft erbte, selbst die Herrschaft erbte, war das immer sehr gefährlich, weil andere Herrschaftskonkurrenten das dann bestreiten konnten, sagen konnten, eine Frau ist nicht in der Lage, Herrschaft auszuüben. Wir müssen da sozusagen eintreten und macht ihr dieses Erbrecht streitig machen. Das ist auch passiert. Sie hat lange einen Erbfolgekrieg geführt und so weiter. Deswegen also dieses Konstrukt, sie spielt die Rolle eines männlichen Herrschers. Und in dem Ritual, in diesen Ritualen der Königskrönung, wurde das eben auch sehr deutlich, insofern sie lauter Dinge tat, die sonst eben immer nur männliche Herrscher tun. Also auf dem Pferd reiten, in einem Krönungsszenarium, das Schwert führen als Verteidiger der Christenheit und so weiter. All das war unerhört für eine Frau. Das taten Frauen, auch selbst wenn sie zu Königin gekrönt wurden, normalerweise nicht. Das ist also die eine Sache. Sie selbst war als Frau die Erbin eines riesigen Komplexes von verschiedenen Territorien, Ländern und wurde dann wie ein männlicher Herrscher gekrönt. Dass man sie Kaiserin nennt, ist eine andere Geschichte. Kaiserin war sie nur, weil ihr Mann Kaiser war. Und sie selbst war schon gar nicht von Österreich. Von Österreich war sie Erzherzogin. Es gab damals noch kein österreichisches Kaisertum, das gab es erst paar Jahrzehnte später. Da war sie eben nur als Gattin Kaiserin. Und genau deshalb hat sie sich geweigert, bei der Kaiserkrönung ihres Mannes überhaupt dabei zu sein. Weil Wollte nicht teilnehmen. sie wollte nicht nur ein Anhängsel sein, ja, wie man das ja kennt, dass Frauen als Gattinnen ihres Mannes dann dabei sind, aber sozusagen nur einen abgeleiteten Status haben. Und deswegen hat sie sich ausdrücklich nicht zur Kaiserin krönen lassen, obwohl ihr Mann sie wirklich händeringend darum gebeten hat. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat aber trotzdem den Titel Kaiserin geführt. Also man kann sie Kaiserin nennen. Aber dieser Kaisertitel hat nun wiederum mit Österreich nur sehr entfernt zu tun. Das ist das Kaisertum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ein riesiger Bund von Fürstentümern und so weiter, der weit mehr umfasste als das heutige Deutschland. Und also dieses Reich ist kaum noch im deutschen Geschichtsbewusstsein präsent. Aber es ist eben vom Mittelalter herkommend bis 1806 die politische Form, die Deutschland im weitesten Sinne in der Vormoderne hatte. Ja, aber sie hat eben genau diese ganze symbolische Aura, die eben ja das Kaisertum beinhaltet, dann auch sehr geschickt genutzt für ihre gesamte Karriere und offenbar auch ja sehr geschickt gespielt mit den ganzen Ambivalenzen. Also einerseits als Grande Dame benannt zu werden, andererseits aber 16 Kinder zu haben und gleichzeitig auch natürlich, wie Sie so schön schreiben, ein Teil dieser höfischen Körperpolitik zu sein, also Protagonistin dieser höfischen Körperpolitik, wo sie ja auch immer wieder so zwischen Schein und Sein bestimmte Rollen spielen können musste. Haben Sie da vielleicht noch mal ein paar Beispiele für uns? Ja, es gibt eine Menge Beispiele. Also sie hat tatsächlich sowohl, wie gesagt, diese männliche Herrscherrolle sehr gekonnt gespielt, auch mit diesen ganzen höfischen Patronagestrukturen sehr, sehr geschickt, ist sie sehr geschickt umgegangen, hat große Zuneigung auch, jedenfalls dieser Adelsgesellschaft, aber auch, glaube ich, der einfachen Untertanen auf diese Weise gewonnen, hat aber andererseits eben auch ihre Weiblichkeit und ihre Mutterschaft, wie gesagt, 16 Kinder, von denen nicht alle überlebt haben, aber 10 sind immerhin erwachsen geworden, für diese Zeit sehr ungewöhnlich.
sie hat diese weibliche und diese mütterliche Rolle auch sehr gezielt eingesetzt. Also zum Beispiel in Form von Bildern, Porträts der ganzen Familie. Nicht nur ihrer Person, sondern auch ihres Mannes und der ganzen Kinderschar. Das wurde dann auch als preiswerte Kupferstiche unter die Leute gebracht und so weiter. Und damit hat sie sich natürlich inszeniert als Landesmutter, also als eine fürsorgliche, sich um ihre Untertanen sorgende, ihre Untertanen liebende Landesmutter. Und da hat ihr sozusagen ihre Weiblichkeit nochmal zusätzliche Punkte eingetragen, könnte man sagen. Aber sie hat andererseits auch immer betont, wie sehr sie ihre weibliche Rolle und ihre Schwangerschaften und so weiter von ihrem Herrscheramt abgelenkt haben und hat trotz dieser vielen Schwangerschaften, muss ich vorstellen, dass sie während ihrer Ehe eigentlich immer schwanger war, so gut wie immer, trotzdem in einer ungeheuer bewundernswerten Weise diese Herrschaft selbst ausgeübt, was auch viele männliche Herrscher damals nicht getan haben. Also, dass sie wirklich alle Vorgänge selbst schriftlich gelesen und beantwortet hat und sich um sehr viele auch wirklich winzige Details selbst gekümmert hat. Also, dass die Waisenkinder in irgendeinem Waisenhaus in Graz auch warme Strümpfe gestrickt bekamen, da hat sie eine Verordnung erlassen und so weiter. Also, nur um zu zeigen, angesichts dieses riesenhaften Reiches ist es ungeheuer, was sie für ein Arbeitspensum geleistet hat. Und wie gesagt, in dieser Rolle ihre Weiblichkeit eigentlich dann sehr zurückgestellt hat oder als Nachteil empfunden hat. Andererseits aber auch wieder symbolisch aus dieser Weiblichkeit Kapital geschlagen hat für ihre Untertanen. Ja, also das würde ich auch so interpretieren, dass sie ein ungeheuer geschärftes Bewusstsein hatte, auch dafür, also auch für den Unterschied zwischen Sein und Schein, ja, zwischen Performance und Authentizität. Also, dass sie sehr geschickt diese beiden Elemente aufeinander bezogen hat. Also, ich denke jetzt gerade auch an ein bisschen noch einen anderen Aspekt. Wenn es stimmt, dass Maria Theresia tatsächlich sehr bewusst umgegangen ist mit dem Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein, zwischen Authentizität und Rolle, inwieweit spiegelt das auch ihren Umgang dafür, was es hieß für sie, aus dem Verhältnis von Religion und Politik etwas sozusagen rauszuschlagen, ja, für ihre eigene Art und Weise zu herrschen? Ja, also ich glaube, dass sie das alles nicht sehr reflektiert hat, sondern dass sie eine sehr spontane Fähigkeit hatte, mit diesen Rollenwechseln umzugehen. Weil theoretische Äußerungen von ihr gibt es da eigentlich fast gar keine. Das Verhältnis zur Religion ist auch in gewisser Weise spannungsreich. Auch da haben Sie recht, gibt es gewisse Rollenunterschiede. Einerseits, sie war also eine tief religiöse Frau, stand sehr in der Tradition ihrer Vorfahren, die ja Vorkämpfer der Gegenreformation gewesen waren. Die österreichischen Länder sind ja von der religiösen Toleranz, die im Westfälischen Frieden eigentlich zugrunde gelegt worden ist, nicht beeinflusst worden. Also man hat sie da rausgehalten. Es ist nach wie vor eine konfessionell ganz klar katholische und nicht religiös in keiner Weise tolerante Herrschaft gewesen, die sie ausgeübt hat. Sie war hochgradig davon überzeugt und durchdrungen, dass sie von Gott selbst diesen Auftrag bekommen hat, zu herrschen. Man muss sich vorstellen, dass sie ganz, ganz junge Frau auf einmal ihr dieses Erbe zugefallen ist, worauf sie nicht wirklich vorbereitet war. Das ist natürlich eine unglaubliche Bürde gewesen, die sie aber angenommen hat, mit der Begründung, das ist ein göttlicher Auftrag. Und Gott wird mir dann schon auch die dazu nötigen Fähigkeiten auch verleihen. Ja, da war sie also sehr zuversichtlich. Und das hat ihr eine unglaubliche innere Souveränität verliehen. Dieses Zutrauen in das göttliche Mandat, was sie bekommen hatte. Sie war auch persönlich im Privaten, wenn man das so sagen darf, sehr fromm, hat einen Tagesablauf, der ständig von religiösen Praktiken durchdrungen war. Also begann morgens früh schon mit jeden Tag einer Messe und so weiter. Also ein ungeheuer von Frömmigkeitspraxis durchzogenes Alltagsleben. Und
Gleichzeitig hatte sie aber auch ein durchaus im Laufe ihres Lebens immer spannungsvolleres Verhältnis zur Kirche, weil die katholische Kirche natürlich ein Herrschaftskonkurrent in ihren Ländern war, ne? Die Geistlichkeit hatte ihre eigenen Rechte und Privilegien, die Klöster hatten Privilegien, es gab die ganzen Feiertage, die die Untertanen vom Arbeiten abhielten und so weiter. Und da hat sie eine sehr, sehr strikte Position vertreten und hatte ein großes Selbstbewusstsein, sich auch mit dem Papst anzulegen und wenn es nicht anders ging und ihre Religionspolitik durchzusetzen, um sozusagen die Kirche als Herrschaftskonkurrenz da auszuschalten in ihren Ländern. Also da war sie dann ganz die Herrscherin. Ja, und sie konnte auch durchaus unterscheiden zwischen ihrer Rolle als private Sünderin, die ja, die Beichte ablegt und so weiter, gegenüber einem Pater der katholischen Kirche und andererseits der Herrscherin, die dann gegenüber der katholischen Kirche und inklusive dem Papst durchaus eine sehr entschiedene Religionspolitik an den Tag legte. Wie Sie ja sagten, herrschte Maria Theresia sehr, sehr lange und irgendwann kam dann der Punkt, an dem tatsächlich die Aufklärung auch an den Hofe kam. Damit tat sich Maria Theresia ja eher schwer oder sie war eher kritisch gegenüber dieser von ihr sogenannten Modephilosophie. Die ja, tatsächlich reformerischen Denkschriften ihres Sohnes Josef, da war sie also not amused, um das mal so zu sagen. Ja. Ja, also das Verhältnis zur Aufklärung, es ist ja immer die Frage, was man unter Aufklärung versteht. Das ist natürlich auch hochgradig umstritten, aber wenn man jetzt mal so die klassischen Werke der Aufklärung und Autoren wie Voltaire, Rousseau, die Enzyklopädisten und so weiter, also das, was man normalerweise unter der französischen Aufklärung versteht, was unser Bild der Aufklärung sehr geprägt hat, dann muss man sagen, dass sie das verabscheut hat. Und zwar hat sie es betrachtet als eine ungeheure Anmaßung des Menschen oder der menschlichen Vernunft, sozusagen alle Erkenntnis aus sich selbst zu schöpfen und darauf, auf den Reichtum der Tradition und der Autoritäten, zum Beispiel der Kirche, der religiösen Autoritäten, einfach so verzichten zu wollen. Das empfand sie als Anmaßung. Das ist die eine Seite. Und sie hat dann ihren Kindern auch immer davon abgeraten, irgendwie diese Bücher zu lesen. Die waren bei Hof auch verboten, waren auch insgesamt zensiert natürlich und so weiter. Also da war sie sehr strikt. Andererseits wusste sie aber gar nicht, dass ihre wichtigsten Ratgeber große Freunde genau dieser französischen Aufklärung waren und davon auch sehr stark beeinflusst. Also einer ihrer wichtigsten Ratgeber, Wenzel Anton Kaunitz, hatte eine große Bibliothek französischer, sehr libertinage, wie soll man sagen, also sehr, sehr offenherziger, frivoler Literatur, auch Pornografie und aber eben auch politisch sehr libertärer Literatur. Das wusste sie natürlich nicht. Wenn sie es gewusst hätte, weiß man nicht, ob sie Kaunitz noch als Ratgeber behalten hätte. Jedenfalls schmulten ihre Berater gewissermaßen unerkannt diese Aufklärungsideen bei Hof ein und man könnte die als eine Art trojanische Pferde der Aufklärung bezeichnen und gewannen sie dann aber in vieler Hinsicht auch für solche Aufklärungsideen, für solche fortschrittlichen Vorstellungen und die hat sie dann auch aufgenommen. Also sie hat zum Beispiel Erlasse gegen alle Arten von, was man damals Aberglauben nannte, verabschiedet, also gegen Vampirglauben, gegen alle Arten von Hexenglauben und so weiter. Das waren natürlich Einflüsse der Aufklärung. Andererseits hat sie dann aber wieder ein Strafgesetzbuch erlassen, autorisiert, in dem zum Beispiel Hexerei immer noch mit dem Tode bestraft wurde. Also man sieht, dass sie, je nachdem, welche Ratgeber sie hatte und wer auf sie Einfluss nahm, sehr, sehr unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche politische Handlungen erfolgt sind. Also, was ich aus Ihrem Buch gelernt habe, aus der großen Maria-Theresia-Biografie, ist was sehr Schönes, nämlich, dass obwohl uns ja die Epoche oder gerade auch das 18. Jahrhundert auf ewig fremd bleiben muss, aber diese immer wieder neue hermeneutische Anstrengung, verstehen zu wollen, doch sehr dazu beitragen kann, diese Fremdheit ein Stück weit paradoxerweise doch vertrauter zu machen. Und deswegen, wie gesagt, Maria Theresia, also Frau Stolberg-Rielinger, ist die Autorin und meine Gesprächspartnerin, unbedingt, unbedingt lesen.
Haben Sie denn, Barbara Stolberg-Rehlinger, ganz am Schluss auch noch eine persönliche Leseempfehlung für die Mitglieder der WBG, für die Freunde der WBG, für alle, die an guten Sachbüchern wirklich Spaß haben? Ja, ich habe selber gerade noch mal gelesen, ein älteres Buch, was aber wirklich klar und deutlich die Beschaffenheit von Macht erklärt. Und zwar ist das Heinrich Pupils Phänomene der Macht. Das scheint mir jetzt gerade heute wieder extrem wichtig zu lesen zu sein, wenn wir sehen, wie Macht erodiert, zum Beispiel gerade in den USA, wie revolutionäre Macht möglicherweise, man weiß es noch nicht, sich entwickelt, wie bisher unterprivilegierte Gruppen Macht versuchen zu erwerben. Wir haben ja eingangs von den Protesten in den USA gesprochen. In vielen, vielen anderen Ländern kann man ja Ähnliches beobachten. Ich glaube, dass wir in der Zeit extremer Machtumbrüche leben. Einerseits Autokraten, die sich an die Macht klammern und sie um die ganze Ordnung umstrukturieren wollen in ihrem Sinne. Andererseits Protestbewegungen, die ihnen das streitig machen. Also wir leben in einer Zeit wirklich massiver Umbrüche, gerade was Machtstrukturen angeht, auch Macht zum Beispiel zwischen den Geschlechtern. Und deswegen ist das Buch von Heinrich Pupils Phänomene der Macht ein Klassiker, aber ein Buch, das jetzt gerade jetzt wieder neu gelesen werden sollte. Und ich kann es nur empfehlen, es ist eines der eindrucksvollsten Sachbücher, die ich je gelesen habe. Ja, ist auch eine meiner Lieblingsbücher. Auch diese Klarheit gefällt mir besonders gut. Einfach. Vielen, vielen Dank, Barbara Stolberg-Rielinger. Ich freue mich, wenn Sie uns schreiben, Ihre Kommentare, Kritikpunkte, Anregungen. Vielleicht möchten Sie auch schreiben, wen Sie künftig als Gast sehen möchten in unserem Podcast. Was sagen Sie dazu?